Hallo, hier ist wieder mal Ulf Pape, der euch ein paar Perlen aus seiner über 20-jährigen Lehrerfahrung in der Weiterbildung in den Bereichen Physiotherapie, Massage, Osteopathie und Akupressur zur Verfügung stellt. Heute zeige ich euch den sechsten Teil der Lehrfilmreihe Massage mit CBD-Ölen als Synthese aus Entspannung und Therapie, Kosmetik und Verschleißprophylaxe. Warum ich Anti-Aging in Anführungsstriche setze und warum ich CBD-Öle benutze, habe ich in der ersten Folge dieser Serie bereits erklärt. Jetzt im sechsten Teil geht es um die Behandlung der unteren Extremitäten in Rückenlage. Ich freue mich, wenn ich euch wiederum begeistern kann und ihr diverse Inspirationen für eure Arbeit findet. Nun beginnt der sechste Teil der Serie. Wir setzen ein Bein auf die Liege, umgreifen die Sprunggelenke und ziehen mittels Schwerpunktverlagerung die Beine der Patientin. Bitte verlagert dabei wirklich euren Körperschwerpunkt. Übt den Traktionszug also nicht mittels der Kraft eures Schultergürtels aus. Wiederholt dieses Manöver dreimal und pendelt beide Extremitäten leicht mit relativ hoher Frequenz nach links und rechts und schiebt die Beine danach ein wenig vor und wieder zurück. Folgend überkreuzt ihr die Füße übereinander und bringt die Füße mittels der Kraft eures Körperschwerpunktes in die Plantarflexion. Wechselt dann die Position der Füße, sodass der Fuß, der zuerst oben war, nun unten ist. Nach diesem Manöver wiederholt ihr nochmals den Traktionszug und das Pendeln. Die Schwingungen der Beine transformieren dadurch in Wellen, die die Patientinnen und Patienten bei korrekter Ausführung bis in den Hinterkopf hinein spüren. In der nächsten Sequenz drücken wir den chinesischen Akupunkturpunkt Niere 1, wobei wir mit der Ausatmung der Patientin den Druck erhöhen. Dieser Punkt hat unter anderem eine tiefenentspannende Wirkung. Verwendet, um den Druck auszuüben, den hier zu sehenden Zangengriff. Weitere wichtige Indikationen für die Behandlung des Akupunkturpunktes bzw. Akupressurpunktes Niere 1 sind Scheitelkopfschmerzen, Angstzustände und Kopflastigkeit, die das Bedürfnis nach Entspannung hervorruft. In der antiken chinesischen Medizin wird dieser Punkt als sprudelnde Quelle bezeichnet. Danach akupressieren wir den Fußreflexzonenbereich Darm, der hier vereinfacht oberhalb des Hackens dargestellt ist. Wir akupressieren mit starkem Druck, wobei wir die Daumen dreimal nach links und dreimal nach rechts kreisen. Die Akupressur dieser Region wirkt ebenfalls tiefenentspannend und bewirkt lokal eine Detonisierung vor allem der Plantar-Aponeurose, der dortigen Sehnenplatte, ebenfalls natürlich der dort befindlichen Muskeln und vor allem der Ansatzsehnen der Muskeln Tibialis posterior und Pyrineus longus. Diese Strukturen sind unter anderem für die Stabilisation und die Funktionalität der Füße sehr wichtig. Danach akupressieren wir den Reflexzonenbereich Magen, dessen Behandlung unter anderem ebenfalls eine tiefenentspannende Wirkung hervorruft. Diese Bereiche solltet ihr immer in die Behandlung integrieren. Wenn es die Zeit erlaubt, könnt ihr auch die anderen hier vereinfacht dargestellten Reflexzonenbereiche mittels dieser Schnellbehandlung akupressieren.
geht danach wiederum auf den Akupressurpunkt Niere 1 und führt die gleichen Manöver wie am Anfang aus. Final legt ihr die Hände sanft auf die Fußsohlen. In der folgenden Sequenz traktiert ihr die einzelnen Beine. Setzt dazu wiederum eins eurer Beine auf die Liege auf. Vergesst nicht, dass der Traktionszug mittels der Verlagerung des Körperschwerpunktes ausgeführt wird. Folgend zieht ihr an der Ferse des Patientenfußes und übt gleichzeitig schiebenden Druck auf den Fußballen aus. Reflektiert dabei immer, auf welche anatomischen Strukturen ihr Einfluss ausübt. Folgend stellt ihr euer anderes Bein auf die Liege und lagert das Bein der Patientin auf eurem Oberschenkel. Während des Umstellsmanövers solltet ihr das gestreckte Bein leicht lockernd ausschütteln. Nun folgen lange Ausstreichungen über das gesamte Bein, kombiniert mit einer Ausstreichung der Fußsohle mittels der Unterarmknochen. Auch eure Faust könnt ihr für die Behandlung des plantaren Fußes benutzen. Entfaltet die technische Dynamik wiederum aus der Bewegung eures ganzen Körpers. Die höchste Intensität kommt auch hier aus eurem Körperschwerpunkt. Zu empfehlen ist in dieser Sequenz auch eine Behandlung der Kniescheibe. Umkreist das Knie mit euren Fingerbeeren und bewegt dann die Patella, also die Kniescheibe, ein wenig hin und her. Danach beginnt ihr mit der Akupressur der hier gezeigten 6 Punkte um die Kniescheibe herum. Akupressiert dabei im Uhrzeigersinn. Gerade ältere Menschen haben oft Schmerzen in den Knien. Diese Schmerzen kann man durch diese Akupressur gut lindern. Das hier zu sehende Akupressurmuster kennen die meisten schon aus den Teilen 1 bis 5. Beginnt mit Kreisungen, dreimal nach links und dreimal nach rechts. Zeichnet danach einen millimetergroßen Davidstern, dann klickt dreimal in den roten Punkt, einmal sanft, einmal stärker und dann wieder sanfter. Danach zeichnet ihr in beide Richtungen dieses Pentagramm und zuletzt das hier an fünfter Stelle zu sehende Fadenkreuz. Streicht dann bitte noch einmal final das gesamte Bein sanft aus. Bitte atmet beim schiebenden Streichen tief ein und atmet dann beim Zurückziehen langsam tief aus. Folgend beginnen wir mit der Mobilisation aller Fußgelenke einschließlich des oberen und unteren Sprunggelenks. Bitte kombiniert die Mobilisationen, wenn möglich, mit Querfriktionen. Stellt euch vereinfachend vor, ihr würdet einen vollgesogenen Schwamm in Form eines Fußes auswringen. Vergesst dabei nicht, die Gelenke der Zehen ebenfalls zu mobilisieren. Wichtig ist, dass ihr nicht mit gebeugten, sondern mit gestreckten Armen arbeitet, um das Hebelgesetz Kraft mal Lastarm optimal anzuwenden. Hier seht ihr, wie ich die Querfriktionen mit meinen Fingerbeeren integriere. Wie man auch hier sieht, kommen die Bewegungen seitens
der Therapierenden, also in dem Fall meiner Wenigkeit, wiederum aus dem Körperschwerpunkt, sodass dadurch fast der ganze Körper an den intensiven Bewegungen beteiligt ist. Nun folgt ein Manöver, das der traditionellen Thai-Massage entlehnt ist. Wir akupressieren rhythmisch alternierend vom Scheitelpunkt auf dem Hacken linear die einzelnen Linien hoch und wieder herunter. Die Finger auf den dorsalen Fuß, also auf dem Fußrücken, akupressieren gleichzeitig ebenso rhythmisch und alternierend. Die Kraft kommt wieder aus dem ganzen Körper. Dadurch werden gleichsam kleine Mobilisationen der Fußgelenke ermöglicht. Danach klopfen wir mit unseren Fingerbeeren und folgend mit der Faust auf die Fußsohle, was in der Regel als sehr angenehm empfunden wird. Gleichzeitig können wir auch auf den Unterschenkel klopfen, das allerdings nur mit den Fingerbeeren. Final erfolgen wiederum Ausstreichungen über die ganze Extremität. Umstreicht dabei auch separiert um die Kniescheibe. Dem folgt nun eine aktive Mobilisation. Die Patientinnen und Patienten bewegen in alle möglichen Richtungen ihre Fußgelenke einschließlich der Zehen. Sie oder er bewegen ebenso bewusst das obere und untere Sprunggelenk. Hier seht ihr Punkte auf den jeweiligen Muskeln, die ihr unbedingt bei diesem Manöver ertasten und drücken solltet. Die schwarzen Punkte sind potenzielle myofasziale Triggerpunkte und oder Tenderpoints. Die grünen Punkte sind klassische Akupunkturpunkte. Oft sind klassische chinesische Akupunktur- bzw. Akupressurpunkte mit potenziellen myofaszialen Tender- oder Triggerpoints identisch. Wenn sie nicht identisch sind, so befinden sie sich oft in unmittelbarer Nähe, sodass viele Akupressurpunkte beispielsweise auch die Eigenschaften von Triggerpunkten bzw. potenziellen myofaszialen Triggerpunkten oder Tenderpoints haben. Diese Behandlungssequenz kann auch via Eigenbehandlung durchgeführt werden. Das könnte auch im Fernsehsessel stattfinden. Somit bietet diese Sequenz eine gute Grundlage für eine Hausaufgabe. Final wird die Wadenmuskulatur sanft gewalkt und geknetet. In der nächsten Sequenz nehmen wir eine Positionierung ein, die aus der traditionellen Thai-Massage kommt. Der Fuß wird zwischen die Oberschenkel der Therapierenden geklemmt. Wir beginnen mit Ausstreichungen über das ganze gebeugt aufgestellte Bein. Dabei richten wir uns auf und ab, um die Intensität aus unserer Körpermitte optimal freizusetzen. Mit unseren Unterarmen behandeln wir kreisend intensiv die Region der Kniekehle. Danach führen wir die Ausstreichungen noch intensiver als zuvor durch. Hier seht ihr das, dann lockern wir ein wenig
die Waden. Folgend formen wir unsere Hände zu einer Doppelkralle und positionieren unsere Fingerbeeren unter der Kniekehle. Üben Zug aus und ziehen die beiden Wadenanteile auseinander und gleiten langsam nach unten in Richtung Achillessehne. Wir können dabei abwärts und aufwärts arbeiten. Durch das Gleiten üben wir einen entfilzenden Einfluss auf die dortigen kollagenen Muskelfaszien aus. Mittels des Druckes mit unseren Fingerbeeren tangieren wir sowohl wichtige Akupressur und oder potenzielle Triggerpunkte als auch potenzielle Tenderpoints. Folgend schmelzen wir mit unseren Fingerbeeren langsam an den Kanten des Schien- und Wadenbeins nach oben. Mit unseren Handflächen gleiten wir dann intensiv über den seitlichen und medialen Oberschenkel. Folgend überkreuzen wir unsere Finger und gleiten mit den Handballen bis zum Knie. Danach führen wir unsere Handflächen, Handballen und die Fingerbeeren mit starker Intensität über das ganze gebeugt aufgestellte Bein. Im nächsten Schritt führen wir eine Akupressur mit beiden Handballen durch, wobei unsere Finger wiederum überkreuzt sind, sodass wir unsere Hände wie eine Zange bewegen können. Folgend geben wir Akupressurdruck mit allen Fingern einschließlich der Daumen auf alle Bereiche des Musculus quadriceps. Die Finger werden überkreuzt aufgesetzt und die Daumen drücken wiederum im Sinne einer Zangenbewegung. Dann lockern wir ein wenig die Waden und führen die hier gezeigte Thai-Klopfung mit beiden Händen zusammengeführt auf dem Oberschenkel aus. Führt dann bitte die Fuß- und Beinbehandlung bis hierhin auch am anderen Bein durch. Dann behandeln wir in der nächsten Sequenz den lateralen Faszienzug, der am seitlichen Bein über den Muskel Tensor Fascia Lati, dann über den Tractus Iliotibialis bis über die Fibularis bzw. Perinei führt und dann quer durch den Fuß zum Ansatz des Prineus Longus bzw. Fibularis Longus führt. Hier seht ihr mal den lateralen oberflächlichen Faszienzug nach Thomas Myers. Jetzt geht es erst einmal um die seitlichen Faszienzüge der unteren Extremitäten. Nach einer kurzen Ausstreichung schmelzen wir über die Crista Iliaca, dann über den Tensor, folgend über den Tractus und die lateralen Perinei bzw. Fibularis hin bis zum Ansatz des Perineus Longus. Schmelzt bitte sehr langsam in das myofasziale Gewebe mit euren Fingerbeeren ein. Seid in den Bereichen von Muskelursprüngen und Ansätzen besonders langsam. Hier seht ihr die Ansätze der Perinei Longus, Brevis und Tertius. Alle drei Muskeln spielen unter anderem für die Stabilität der Sprunggelenke eine wichtige Rolle. Schmelzt bitte sehr langsam unterhalb und oberhalb des Knöchels entlang.
verweilt dann akupressierend auf den jeweiligen Ansatzbereichen. Danach lasst ihr den Faszienstrich ein wenig über die Ansatzbereiche auslaufen. Bedenkt bitte, dass besonders ältere Menschen im Bereich der Sprunggelenke und des Mittelfußes sehr empfindlich sind. Achtet daher darauf, dass ihr die Intensität langsam steigert und immer wieder sanfte und zuwendungsvolle Manöver einbaut. Bevor ihr mit der hier beschriebenen Behandlung der lateralen Flanke beginnt, solltet ihr erst einmal diese ungewöhnliche Positionierung üben. Mittels dieser Positionierung mit überkreuzten Beinen können wir eine optimale Vordehnung der lateralen Flanke ermöglichen. Wichtig ist dabei, dass ihr so auf der Liege drauf sitzt, dass das unten liegende Bein fixiert wird. Wenn ihr mit einer Extremität fertig seid, so behandelt ihr danach das andere Bein. Final solltet ihr die gleichen Manöver wie am Anfang einschließlich der Reflexzonenpunkte durchführen. Soweit erst einmal zum Teil 6 der in Anführungsstrichen Anti-Aging-Behandlung mit CBD-Ölen im Kontext der Verschleiß- und Verletzungsprophylaxe. Schaut euch bitte auch die Teile 1 bis 5 an. Alles baut aufeinander auf. Oben seht ihr übrigens Ausschnitte aus dem ersten Teil. Ich biete die Kurse zu den Tutorials, besonders auch zu diesen, natürlich auch viele andere Fort- und Weiterbildungen bei den Schweizer Trägern Akkumax und Bodyfeed an. In Österreich unterrichte ich im Physiozentrum für Weiterbildung Wien und in Deutschland bei den Trägern Top Physio und Fortbildung Hagen. Über Top Physio kann man im Spätsommer bzw. Frühherbst auch Fortbildungstermine auf Mallorca buchen. Alle Fort- und Weiterbildung findet ihr auf meiner Homepage. Die Homepage-Adresse steht gleich unten in der Beschreibung. Via meiner Homepage könnt ihr auch Behandlungstermine telefonisch buchen. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, so empfehle ich euch, diesen Kanal zu abonnieren. Natürlich wird auch ein Teil 7 folgen, aber ihr findet auf meinem Kanal natürlich auch noch weitaus mehr Tutorials und diverse Showfilme, Lehrfilme, Empfehlungen und so weiter. Ich bedanke mich erst einmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr bald wieder auf meinem Kanal seid. Übt die Sachen und wer das vertiefen möchte, der kann gerne die entsprechenden Kurse bei mir buchen. Na dann, auf Wiedersehen. Vielen Dank.